Moin und schön, dass du vorbeischaust. Heute vergleiche ich Drogerieprodukte mit High-End-Produkten bzw. Produkten, die etwas kostenintensiver sind. Das habe ich sehr nett ausgedrückt. Aber ihr wisst, was ich meine. Falls du Bock drauf hast und wissen möchtest, welches dieser Seiten die Drogerieseite ist oder die High-End-Seite, dann würde ich sagen, bleib einfach dran und ja, legen wir los. So, ich habe hier bereits auf der rechten Seite meine Foundation von MAC aufgetragen. Und verblende das Ganze mit einem Foundation-Pinsel von Zoeva, falls es den einen oder anderen interessiert. Und arbeite das richtig schön ein. So, auf dieser Seite habe ich jetzt Maybelline, die Foundation von Maybelline aufgetragen. Und ich habe jetzt einen neuen Pinsel genommen und buffere das jetzt auch ein. Oder arbeite das jetzt einfach in meine Haut ein. Auf dieser Seite trage ich Bobbi Brown in Gold und auf dieser Seite LA Girl Fawn. Übrigens findet ihr alle Infos unten in der Infobox und es gibt auch einen sehr, sehr coolen Online-Shop von der lieben Marina Mary, der heißt melanina.de, denke ich mal. Unten, wie gesagt, alle Infos dazu und sie hat dann nochmal alle Farbpaletten für... Paletten, ich kann heute nicht reden. Alle Farbpaletten, die man sich vorstellen kann für unsere Melanin Beauties Outside. Ja, guck da mal vorbei. Genau, hier, wie gesagt, Bobbi Brown. Man sieht ja schon, dass das ziemlich deckend ist, ne? Also, ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Aber ich versuche da unvoreingenommen ranzugehen und verblende das Ganze erstmal. So, jetzt nochmal kurz einen Pinselwechsel und jetzt verblende ich die andere Seite. Ich bin so ungeduldig, ne? Ich sollte das mit einem Beautyblender machen, aber ich habe auch keine Lust, den Beautyblender nass zu machen. Und dann muss ich die wieder putzen. Ich muss zwar die Pinsel auch putzen, aber ich finde, Pinselputzen ist entspannter als Beautyblender putzen. Wisst ihr, was ich meine? Wem geht's genauso? Unten in der Infobox. Nee, nicht Infobox, Kommentarbox. So, ich muss sagen, ich sehe jetzt zwar schon einen Unterschied, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich besser finden soll. Hier auf der rechten Seite ist es wirklich sehr schön übergegangen. Man sieht keinen großen Unterschied. Ziemlich gut verblendet, würde ich sagen. Die Farbe stimmt eigentlich ganz gut überein. Es ist aber halt nichts Besonderes. Und auf der anderen Seite, es ist zwar noch ein bisschen natürlich, aber seht ihr dieses Fleckige, von dem ich gesprochen habe? Das finde ich nicht so schön. Also das lässt sich nicht so sauber einarbeiten. Vielleicht liegt es daran, dass die Produkte nicht so gut harmonieren. Das könnte gut sein. Aber letztendlich muss ich sagen, eigentlich sollte es funktionieren. Gucken wir mal, wie es ist, wenn man Puder aufträgt. So, auf meiner Drogerieseite trage ich von Lavera den Bronzer auf. Ja, den Sunglow Powder. Spielt keine Rolle. Ich finde, der ist nicht so glitzernd oder glowy. Und auf dieser Seite trage ich jetzt mein MAC Pressed Powder auf in der Farbe NW Deep Dark. Nicht NW, sondern Deep Dark. Jetzt nehme ich meinen Lieblingsblush von MAC in der Farbe Fever und mache mir schöne rosige Wangen. Also, neuer Pinsel, neue Palette und zwar von BH Cosmetics, die Natural Palette. Und da werde ich jetzt hoffentlich genauso übertreiben wie mit MAC Fever. Und ich denke, ihr wisst alle Bescheid, ich bin ein absoluter Highlighter-Freak. Also würde ich sagen, hier der krönende Abschluss, Highlighter. Und zwar auf der Drogerieseite der von Makeup Revolutions Shimmer Brick. Einfach hier oben ein wenig über den Wangenknochen und unter der Augenbraue. Und auf dieser Seite kommt Bobbi Brown Shimmer Brick in Pink Quartz, soweit ich weiß. Oh. Diese Highlighter gibt mir Leben. Be like, what? Mm-mm, girl. Oh, ist der schön. Auf dieser Augenbraue trage ich Anastasia Beverly Hills in Dark Brown, soweit ich weiß. Hier Wimpern von Ardell, Lippenstift von Isadora. Und auf dieser Seite trage ich einen ganz normalen Augenbrauenstift von Alterra. Wimpern von Amazon, die total billig waren, irgendwie 10 Stück für 1,80 Euro. Also das kann eigentlich nicht gut sein. Auf dieser Seite trage ich Sahara, glaube ich, von NYX.
Das ist das Ergebnis. Ich gehe da mit gemischten Gefühlen dran. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Schreib es mir doch bitte unten in die Kommentarbox, damit ich deine Meinung dazu weiß. Persönlich muss ich sagen, gibt es hier ein paar Dinge, die mir mehr gefallen wie auf der anderen Seite und umgekehrt. Rechts mag ich den Highlighter von Bobby Brown total. Der ist so richtig schön seicht. Auf der anderen Seite ist er mir echt zu krass. Grundfazit, kann man das so sagen? Mein Fazit ist letztendlich, dass der Unterschied minimal ist. Wer ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, dem würde ich schon empfehlen, etwas hochwertigere Produkte zu kaufen. Wer aber nicht so einen großen Geldbeutel hat, der kann natürlich auf jeden Fall auf die Drogerieprodukte zurückgreifen, weil die wirklich schon sehr, sehr, sehr gut sind. Das ist mein persönliches Fazit. Was ist dein Fazit? Und vor allen Dingen, erzähl mir mal, was ist dein Lieblings-High-End-Produkt? Gibt es vielleicht irgendwas, was ich noch nicht kenne, was ich mir nochmal anschauen sollte? Dann schaue ich da natürlich sehr gerne vorbei. Ansonsten wünsche ich euch noch eine entspannte Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!